In Schottland sollen Binden und Tampons künftig kostenlos erhältlich sein. Das Parlament in Edinburgh beschloss ein Gesetz, das die Regierung dazu verpflichtet, ein Programm zur Bereitstellung von Periodenprodukten auszuarbeiten. Außerdem soll die Regierung von Behörden verlangen können, Menstruationsartikel umsonst zur Verfügung zu stellen, und Schulen und Universitäten müssen diese in Toiletten auslegen. Die Periode ist ein normaler Teil des Lebens, kann aber sehr teuer werden, so die Abgeordnete, die das Gesetz vorbrachte. Während der Kampagne in den vergangenen 4 Jahren haben wir junge Frauen in Ausbildung getroffen, die sich die Produkte nicht leisten konnten oder sich geschämt haben, Familienmitglieder um Binden oder Tampons zu bitten. Das kann vor allem für junge Menschen eine schwierige Erfahrung sein. Schottland ist nach Angaben der Regierung das erste Land, das seinen Bürgerinnen kostenlosen Zugang zu Periodenprodukten ermöglicht. Es will damit die sogenannte Periodenarmut bekämpfen. Durchschnittlich müssen Frauen in Großbritannien umgerechnet rund 9 € im Monat für Binden und Tampons ausgeben. Wer sich das nicht leisten könne, benutze Regelprodukte länger als vorgesehen oder greife zum Beispiel auf Klopapier zurück, was zu Infektionen und anderen Gesundheitsproblemen führen könne.